Heute schauen wir mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Natürlich hat es hier Mofas drin. Das ist meine Werkstatt. Hundert Quadratmeter, wo wir zu fünft hier drin sind. Wir basteln, machen wir oder trinken auch mal eins, gehört auch dazu. Haben wir alles, was wir brauchen, um Motoren zu revidieren, ein bisschen Zylinder zu schleifen, Zylinder zu drehen. Hier haben wir noch eine Glasperlstrahlanlage, um feinste Arbeiten zu machen, auch Zylinder, Überströme zum Beispiel zu strahlen. Eine Zweitakt-Tankstelle. Wie gesagt, eben eine Drehbank, um Zylinder abzudrehen oder eben auch Kolben abzudrehen. Den ganzen Mitteln. Dann, wenn es warm ist, stellen wir den auf. Dann wird es hier drinnen ein bisschen kühler. Noch eine ganz kleine Drehbank. Die hat den Vorteil, was ich jetzt bei der anderen Drehbank nicht habe. Hier habe ich einen elektrischen Vorschub nach hinten und vorne und kann so zum Beispiel auch Gewinde schneiden. Einfach kleinste Arbeiten gehen hier gut und für grobe Zylinder und alles benutze ich diese Drehbank. Nur hier kann ich mit dem Oberschlitten nur 55 mm verfahren. Ich kann eben Zylinder, Büchsen oder so abdrehen, wo jetzt 90 oder 100 mm lang sind, kann ich auch mit dieser Drehbank vergessen. Aber für leichte Arbeiten ist sie eigentlich auch nicht so schlecht. Von 1936. Fräsmaschine, auch eine sehr kleine. Aber ist noch erstaunlich robust. Also auch 4-5 mm kann man hier bei Aluminium anhängen. Das ist dann hier auch kein Problem. Und den Zylinder, den ich selbst gebaut habe, habe ich auch mit dieser Fräsmaschine und diese Drehbank hergestellt. Kühlschrank, wie gesagt, auch wichtig. Radio. Und die ganzen Mofas hier drin werden wir auch noch anschauen. Ich werde jetzt zuerst das andere noch zeigen. Ist die ganze Wand, wo wir brauchen zum Schrauben. Also hier ist das meiste Material verstaut. Ganze Schlüssel, Schraubendreher. Druckluftkompressor. Hier ist normalerweise mein Dremel noch zu sehen, aber der ist momentan nicht da. Das Mofa 2019 an Töffler-Rallye aus, welches im letzten Video zu sehen ist. Und jeder von uns hat auch ein Lager.
Mein Lager wird man vermutlich erkennen. Es ist dieses Lager. Viele Sachteile. Eben, ich hatte mal ein bisschen mehr, aber jetzt nicht mehr so viel. Die Auspuffe, die ich letztens gemacht habe und getestet habe. Dann hier noch ein paar Zylinder. Der ist vermutlich den meisten bekannt. Und der sollte ja die 100 erreichen. Gibt noch ein bisschen zu tun. Dann eben, ich habe jenstes gemacht. Zylinderbüchsen. Es war auch mal ein 502 Zylinder, Sachs. Das ist jetzt eine Büchse, die habe ich wieder ausgepresst. Weil ich habe es ein bisschen übertrieben. Und wie ihr seht, ja, der Zylinder ist auch am Zylinderfuß auseinandergebrochen, weil die Wandstärke war hier zum Beispiel ja nicht mehr vorhanden. Aber der ist sehr, sehr gut gelaufen. Hat am Schluss mit 50 Kubik, 8,5 PS. Und eben 75 Kubik Reser. Auch mit einer Zylinderlaufbuchse. Da hinten noch eine leere. Und ja, sonst noch ein paar Arbeiten. Mal ein Swing 45 mm. Ansaugstutzen, selbstgemachte Kolben. Ja, und hier noch ein paar Zylinder. Natürlich viel Dremelmaterial. Kann man immer gebrauchen. Kupplungen, dass man ein paar mehr braucht für ein Motor. Hier noch Knet zum Überströmen ausgießen. Aber es ist auch noch nicht so viel gemacht. Muss ich auch wieder mal machen. Dann kann man die Überströme analysieren, wie sie genau aussehen im Innern. Hier noch ein paar Motoren. Und eben, was ich noch nicht gezeigt habe, hier haben wir noch zwei Hebebühnen. Beide komplett hydraulisch. Damit kann man auch gut arbeiten. So, und jetzt kommen wir zum besten Teil. Viele haben ja gefragt, eben ich soll mal die Mofas präsentieren, die ich hier habe, und auch die Werkstatt. Also werden wir hier mal die Mofas durchgehen. Von mir sind nicht so viele Mofas da. Oder besser gesagt, ich habe auch nicht mehr so viele. Dieses Mofa hier, das kennt fast jeder. Das ist eben, um die 100 km/h zu knacken, ist dieser Rahmen, also eben das ist mir, das gehört mir. Der Rest ist eigentlich den Kollegen. Aber die werde ich hier auch mal kurz zeigen, was hier so rumsteht. Sachs 503 Pony Katalysator, Automat, dann ein Puch Maxi. Hier haben wir ein Sachs 502 Automat. Dann ein Sachs 502, handgeschaltet. Ein Solex.
Je nach meinem Sachs 502 eigentlich auch angeschaltet, aber der Motor ist nicht vorhanden. Dann hier haben wir einen wunderschönen Herkules, ein 50er Motorrad. Das ist noch ein Motorrad von mir, eine zweite RD250. Ist einfach nicht mehr ganz komplett, eben die Gabel fehlt, aber sonst läuft. Irgendein Roller. Sachs 503, Zweigang handgeschalteter. Dann hier drunter haben wir eine ganz schöne, eine Perle. Hier ist sehr viel Arbeit und Zeit dahinter. Sachs 502 Görike, Automat. Hier wurde wirklich alles gemacht. Das ist wirklich perfekt. Kompletter Motor, ganze Räder, alles einsam. Komplett restauriert. Thomas. Sachs 502, Tour de Suisse, Buch Velux, nochmal ein Thomas, Pony 502, dann ein Sachs 503 Automat, ein Puch Sport. Sachs 503 angeschaltet. Pony. Nochmal ein Pony. Sachs 503 angeschaltet. Sachs 502. Auch angeschaltet. Sachs 502 angeschaltet. Stakko. Dann ein Puchsport. Nochmal ein Pony, Automat. Hier nochmal ein Puch Sport. Eben da braucht es noch ein bisschen Liebe. Und hier hinten noch ein 502 Meister. Viele haben noch gefragt, welches Öl das ich fahre. Castrol Power 1 Racing. Das war meine Werkstatt und hier sind wir seit 3 Jahren. Früher waren wir in einer ganz kleinen Werkstatt, in einem Haus. Im Keller, am Anfang mit 2 Räumen und nachher hatten wir 3. Und dann hatten wir ein bisschen Reklamationen bekommen wegen dem Benzin und Abgasen. Und ja, haben uns dann entschieden rauszugehen und haben wir hier uns aufgebaut. Und ja, hier sind wir nun 100 Quadratmeter, wo wir schrauben können. Die Mofas können wir auch hier drin anlassen. Eben für das haben wir hier eine Absaugung. Und ja, wir können hier arbeiten. Und ja, alle sind hier in der Freizeit hier. Also keiner macht das hauptberuflich. Also alle ein bisschen nebenbei. Und ja, machen hier das, was uns Freude macht. Thank you.